Verehrte Delegierte, meine Damen und Herren, ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, bei unserem Bundespräsidenten Joachim Gauck und beim regierenden Bürgermeister dieser Stadt für Ihre Ansprachen. Sie waren mahnend und aufmunternd zugleich. Vor allem aber belegen Sie, welch hohen Stellenwert die Gewerkschaften in unserer Gesellschaft haben. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, Sie haben heute zum zweiten Mal zu einer großen Versammlung von führenden Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern gesprochen. Ich erinnere mich noch sehr gern Ihrer Worte am 2. Mai 2013, wo Sie mit uns gemeinsam an die Zerschlagung der freien Gewerkschaftsbewegung durch die Nazis erinnert haben. Ihre Rede war nicht nur bewegend, sondern auch richtungsweisend, insbesondere wenn ich an Ihre Worte zur Bedeutung der Mitbestimmung denke. Und auch heute haben Sie uns einiges mit auf den Weg gegeben. Wir werden es sicherlich auch noch mal nachlesen. Und ich danke Ihnen für Ihre Worte sehr aufrichtig. Und auch dir, lieber Klaus, danke ich für die kämpferischen Worte. Manchmal ist kämpferische Politik auch ganz gut. Verehrte Delegierte, alle in diesem Saal wissen es, dieser Kongress ist auch ein Kongress des Wechsels. Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird sich einen neuen Vorstand wählen mit einem neuen Vorsitz. Ich glaube, man kann sogar sagen mit einem neuen Vorsitzenden, wobei man ja heute gendermäßig vorsichtig sein muss. Doch im Mittelpunkt stehen eure inhaltlichen Beratungen, Kolleginnen und Kollegen. Denn ihr, liebe Delegierte aus den Mitgliedsgewerkschaften, bestimmt doch den Kurs eures Dachverbandes für die nächsten 4 Jahre. Und ich will daran erinnern, immer wieder waren die Beschlüsse und Beratungen der DGB-Kongresse richtungsweisend für einen breiten gesellschaftlichen Diskurs, zunächst in Westdeutschland, nach dem Fall der Mauer auch in Gesamtdeutschland. Das war 1949 so, mit der Verabschiedung des ersten Grundsatzprogramms der Gewerkschaften nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus und des beginnenden Kalten Krieges. Das war in den 50er Jahren so, als es um Mitbestimmung oder die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ging. Das war in den 60er Jahren so, als es um höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten ging, um die Integration der ersten Arbeitsmigranten in den Betrieben, um die Bewältigung der ersten großen Wirtschaftskrise der jungen Bundesrepublik, aber auch um den Kampf gegen die Notstandsgesetze. Das war in den 70er Jahren so, als die gesamte Gesellschaft mehr Demokratie wagte und den Muff der 50er Jahre abschüttete. Damals konnten wir manches durchsetzen, von einem verbesserten Betriebsverfassungsgesetz bis hin zum BAföG oder dem Berufsbildungsgesetz. Und es ging auch, wir erinnern uns alle, um die Unternehmensmitbestimmung. Und das ist nach wie vor aktuell. Denn so richtungsweisend das 76er Mitbestimmungsgesetz war, so sehr wissen wir auch, dass wir die paritätische Mitbestimmung in der gesamten Wirtschaft damals nicht erreicht haben und nicht durchsetzen konnten. Und deshalb, Kolleginnen und Kollegen, wir bleiben dabei. Wir bleiben beim Ziel der vollen Parität und einer Ausweitung der Unternehmensmitbestimmung auf alle Betriebe, zum Beispiel auch und gerade in der mittelständischen Wirtschaft, Kolleginnen und Kollegen. In den 80er Jahren hatten wir mit neuen Problemen zu kämpfen. Bitter, ganz bitter, war der Zusammenbruch der Gemeinwirtschaft. Zur gleichen Zeit riefen Kohl und Lambsdorff die sogenannte geistig-moralische Wende aus. Angriffe auf das Streikrecht, unsere sozialen Errungenschaften wie den Kündigungsschutz oder die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zwangen uns zum Widerstand. Sicher, wir mussten manche Kröte schlucken, aber heute können wir mit Stolz sagen, wir haben die zentralen Angriffe erfolgreich abgewehrt, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben es tatsächlich geschafft, nicht in die Knie zu gehen. Vor allem aber waren die 80er Jahre geprägt vom Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit. Damals haben wir den Einstieg in die 35-Stunden-Woche oder den Vorruhestand durchgesetzt, um Arbeitsplätze zu sichern und Arbeitsplätze zu schaffen.
In den 90er Jahren ging es um die Vollendung der deutschen Einheit, übrigens auch innergewerkschaftlich. Gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West zu schaffen, in den neuen Bundesländern der Gewerkschaftsbewegung neues Leben einzuhauchen und in Gesamtdeutschland die Massenarbeitslosigkeit, vor allem die Arbeitslosigkeit junger Leute zu bekämpfen, das war und das ist unsere Aufgabe. 1996 haben wir uns in Dresden ein neues Grundsatzprogramm gegeben und die Gewerkschaftsbewegung formierte sich neu. Ich erinnere nur an die Fusionen hin zur IG Bauern Agrar Umwelt. Ich erinnere an die Schaffung der neuen Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie, an die Fusionsprozesse rund um die IG Metall und schließlich die Gründung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft. Im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends mussten wir uns mit der Vollendung des neoliberalen Kurses auseinandersetzen, der an der Agenda 2010 und damit in Armutslöhnen und der Prekarisierung von mehr als ein Fünftel der arbeitenden Menschen gipfelte. Einher ging dieser Prozess mit der Aushöhlung der Tarifautonomie, nicht zuletzt durch Mitgliederverluste bei uns und die Erosion der Arbeitgeberverbände durch sogenannte Mitgliedschaften ohne Tarifbindung. Vor 4 Jahren mussten wir uns einerseits über die Folgen der größten Krise des Finanzkapitalismus seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges auseinandersetzen. Andererseits konkretisierte unser 19. Parlament der Arbeit die Forderung nach einer neuen Ordnung der Arbeit. Und heute können wir mit gewissem Stolz sagen, seit 2010 ist es gelungen, erste konkrete und positive Schritte in Richtung hin auf diese neue Ordnung der Arbeit zu machen. Das ist unser gemeinsamer Erfolg, Kolleginnen und Kollegen. Das, was jetzt auf der Tagesordnung der Großen Koalition steht, nämlich das sogenannte Renten- und das Tarifpaket, wäre nicht gekommen ohne unser ständiges Drängen, ohne unsere konzeptionelle Arbeit, ohne unsere Kampagnen gegen den Missbrauch von Leiharbeit und gegen das schreiende Unrecht der Minijobs, ohne unseren Kampf gegen Dumpinglöhne und die Aushöhlung der Tarifautonomie. Kolleginnen und Kollegen, ich wiederhole, niemals wäre das gekommen, wenn wir nicht so hart und dauerhaft ausdauernd geblieben wären, Kolleginnen und Kollegen. Ja, es ist vor allem unser Erfolg, dass wir kurz vor der Einführung des gesetzlichen Stundenlohns von anfangs 8,50 Euro die Stunde stehen. Und es ist auch unser Erfolg, dass die schlimmsten Verwerfungen der Rente mit 67 abgemildert werden. Die abschlagsfreie Rente mit 63 nach 45 Versicherungsjahren, Verbesserungen der Erwerbsminderungsrente und die Einführung einer Solidarrente sind erste Erfolge unseres rentenpolitischen Kampfes. Nicht zuletzt will ich darauf hinweisen, dass es auch gelingen kann, die Tarifautonomie in Deutschland wieder zu stärken. Und das halte ich persönlich für den strukturell weitestgehenden Punkt. Die Einigung im Koalitionsvertrag, dass Tarifverträge künftig auch im öffentlichen Interesse für allgemeinverbindlich erklärt werden können, hat eine enorm hohe Bedeutung. Ich füge allerdings an, wenn der Gesetzgeber die Tarifautonomie allerdings umfassend stärken will, gehört dazu zum Beispiel auch, dem Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen ein gesetzliches Ende zu bereiten, Kolleginnen und Kollegen. Und Koalitionsvertrag hin und Koalitionsvertrag her, ich weiß, da habt ihr noch dicke Bretter zu bohren. Und trotzdem, wir schauen optimistisch in die Zukunft. Aber ich möchte auch warnen. Beim Mindestlohn und bei der Rente sind wir kurz vor der Zielgeraden, aber wir sind noch nicht durch. Deshalb, Kolleginnen und Kollegen, haltet den Druck drauf. Haltet den Druck drauf, bis wir durch sind, bis das endlich im Bundesgesetzblatt steht, Kolleginnen und Kollegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die deutschen Gewerkschaften und ihr Bund
sind stark und einflussreich. Wir sind ein geachteter und beachteter Teil unserer Gesellschaft. Und uns ist es genauso wenig wie Ihnen, Herr Bundespräsident, entgangen, dass das nicht immer so war. Wie oft wurde uns das Totenglöckchen schon geläutet? Wenn aber Gästelisten ein Indiz dafür sind, welche Wertschätzung dem Gastgeber entgegengebracht wird, dann freue ich mich, sagen zu können, wir sind quicklebendig und wir werden es bleiben, Kolleginnen und Kollegen. Heute, morgen zur Wahl des neuen Vorstandes und im Verlauf der Woche werden uns zahlreiche Gäste die Ehre geben. Aus Politik, Wirtschaft und Arbeitgeberverbänden, aus Kirchen- und Religionsgemeinschaften, aus Sozial- und Umweltverbänden, aus gesellschaftlichen Organisationen und befreundeten Institutionen, Arbeitsdirektoren und hohe Vertreter der Justiz, Kulturschaffende, Wissenschaftlerinnen und Forscher sowie Medienvertreter. Und meine Damen und Herren, liebe Gäste, sehen Sie es mir bitte nach, dass ich heute niemanden namentlich begrüße. Egal wie ich es mache, es ist auf jeden Fall riskant. Denn jeder und jede, den ich begrüße, wird es für selbstverständlich halten. Diejenigen aber, die ich vergesse oder aus Zeitgründen nicht erwähnen können, würden mir es ein Leben lang übel nehmen. Und das wollen wir doch nicht, Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen, das wäre doch schade. Und deswegen sage ich Ihnen allen, Sie sind uns alle herzlich willkommen. Wir freuen uns über Ihren Besuch und wir wissen um die Ehre, die Sie uns mit Ihrer Anwesenheit erweisen. Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem grüße ich euch, die 400 Delegierten dieses Kongresses. Ein herzliches Willkommen gilt auch den Mitgliedern des Bundesausschusses, an ihrer Spitze die Vorsitzenden der Gewerkschaften. Herzlich willkommen sind genauso die Gastteilnehmer aus den Gewerkschaften, den DGB-Bezirken, den Regionen und den neuen Stadt- und Kreisverbänden. Ich freue mich über den zahlreichen Besuch unserer ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aus dem DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften. Seid herzlich willkommen, ich bin ja demnächst einer von euch. Mein besonderer Gruß gilt den ausländischen Gästen und Botschaftern aus aller Welt. Und natürlich ist es mir eine große Freude, zahlreiche Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen aus Europa und den anderen Kontinenten begrüßen zu können. Wir werden uns ja in einer Woche wieder in dieser Halle treffen, wenn 1500 Delegierte und Gäste aus aller Welt zum dritten Weltkongress des Internationalen Gewerkschaftsbundes ITUC hier zusammentreten. Gerade mit Blick auf unsere europäischen und internationalen Gäste will ich daran erinnern, dass die deutschen Gewerkschaften und ihr Bund immer für die friedliche Lösung von Konflikten zwischen den Nationen, für das Selbstbestimmungsrecht der Völker, für die territoriale Integrität der Staaten, kurz für Frieden in der Welt eingetreten sind. Und ich bin mir sicher, das wird auch so bleiben, Kolleginnen und Kollegen. Zu unserem Gründungsversprechen nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges mit über 60 Millionen Toten gehört die berühmte Losung »Nie wieder Krieg«. Nie wieder Faschismus. Und diese Losung, gilt auch heute. Sie gilt mit Blick auf die aktuellen Konflikte in der Welt und in Europa. Ich denke nur an Mali, Syrien, Afghanistan, Nigeria, den Sudan oder auch an die Ukraine. Kolleginnen und Kollegen, wir alle fordern gemeinsam, dass diese Konflikte friedlich, ohne Waffen und ausschließlich durch Verhandlungen gelöst werden müssen, Kolleginnen und Kollegen. Ja, die Gewerkschaften wissen, Krieg ist niemals eine Lösung, und zwar niemals, Kolleginnen und Kollegen. Wir hoffen, dass die Welt dieses Jahr innehalten wird im Gedenken an die Opfer des Ersten Weltkrieges, der vor 100 Jahren vom Zorn gebrochen wurde. Wir erinnern uns ebenso an den 75. Jahrestag des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf Polen
und damit den Beginn des Zweiten Weltkrieges, einschließlich des industriellen Massenmordes an den Juden. Und wir vergessen nicht die Verfolgung und Ermordung von Sinti und Roma, Homosexuellen, bekennenden Christen, Kommunisten und Sozialdemokraten und nicht zuletzt auch von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern. Wenn wir der Opfer der beiden Weltkriege gedenken, dann tun wir dies im Bewusstsein dessen, dass der Hauptkriegsschauplatz Europa war. Umso wichtiger ist es, dass wir heute sagen können, die Friedensidee in Europa lebt und sie wird manifestiert durch die Existenz der Europäischen Union. Natürlich sehen wir, dass der Friede auch in Europa immer wieder gefährdet ist. Er war es im Kalten Krieg, er war es nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus auf dem Balkan und im Kaukasus und er ist es aktuell in der Ukraine. Umso wichtiger ist es, dass wir das große Friedensprojekt Europa weiterführen und vollenden. Deshalb, Kolleginnen und Kollegen, auch deshalb haben die Europawahlen in 2 Wochen eine besondere Bedeutung. Geht es doch darum, den nationalistischen und rechtspopulistischen Kräften in Europa Einhalt zu gebieten und die europäische Demokratie zu stärken. Dafür streiten wir. Wenn wir aufrufen, wenn die Gewerkschaften aufrufen, zur Wahl zu gehen, dann tun wir dies auch im Wissen darum, dass dieses Europa nur gelingen kann, wenn es nicht zu einem Europa des Kapitals verkommt, sondern sich sozialstaatlich konstituiert. Die Zukunft eines friedlichen, eines sozial fortschrittlichen Europas hängt davon ab, ob es gelingt, die Krise in Europa und die Massenarbeitslosigkeit zu überwinden, ob es gelingt, die dramatisch hohe Jugendarbeitslosigkeit energisch zu bekämpfen, ob es gelingt, die Konjunktur anzukurbeln und Industrie und Dienstleistungen strukturell zu stärken und zukunftsfest zu machen, Kolleginnen und Kollegen. Unsere Vorschläge dazu liegen auf dem Tisch. Und wir fordern das neu zu wählende Europäische Parlament, die neu zu konstituierende Europäische Kommission und den Rat der europäischen Staats- und Regierungschefs auf, endlich einen Marshallplan für Europa aufzulegen, der den arbeitenden Menschen in Europa eine gute Perspektive gibt, Kolleginnen und Kollegen. Ohne das wird es nicht gehen. Jetzt kommt die offizielle Amtshandlung, das letzte Mal. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Delegierte, der ordentliche Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes, das 20. Parlament der Arbeit, ist hiermit eröffnet. Wir freuen uns. Wir freuen uns auf den abschließenden Auftritt der Künstlerinnen und Künstler. Und wir danken Ihnen jetzt schon für den Spaß, die Freude und auch die Nachdenklichkeit, die Sie uns bereitet haben und noch bereiten werden. Und ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, wisst, wir setzen unsere Beratung um 14 Uhr fort und Berlin liegt in Preußen, also bitte pünktlich. Herzlichen Dank.